Ja, hallihallo und herzlich willkommen bei mir Schwanke LP mit Dragon Ball Xenoverse 2. Letztes Mal war das ja ein Livestream. Ich verstehe übrigens nicht, wieso mir YouTube den Ton geraubt hat. Aber ja, darauf scheißen wir jetzt heute mal. Jedenfalls, heute wollte ich mal die ganzen Ausbilder-Events hier mal machen. Und fangen wir da auch mal bei Krillin an. Ja. Machst du einen Ausbilder, einen zum Ausbilder, ist ja dein Meister, er hilft mir dann, okay. Wenn ich irgendwo in Schwierigkeiten stecke. Ja, dann bring mir bei, aber erstmal, ich brauche einen Meister. Ja, ich freue mich auch auf das Training mit dir, Krillin. Ich wollte, glaube ich, das hier lernen. So, Orankombo wollte mir beibringen. Bewirkt eine schnelle Serie von Angriffen. Diese Technik ist blitzschnell, schwer zu umgehen und daher bestens für Kombos geeignet. Okay, der letzte Angriff lässt ihn zu Boden gehen. Das klingt gut. Da, Orankombo. Ah ja, klingt lustig. Ich wollte echt Ermahnung machen. Ausdauer ein bisschen herstellen. Ich soll ihn auch mit der Orankombo offenbar besiegen, steht da. Alter, gebe ich viele Kugeln. Was hab ich denn da jetzt gemacht? Ich wollte nur nach vorne X machen. Das probiere ich nochmal. Interessant. Ich kann ihn so voll in den Boden donnern. Merke ich mir. Und jetzt die Orankombo. Jo, die hätte ich geschafft. Ein bisschen den Ton runterschalten. Ist jetzt ein bisschen arschlaut. Wow, ich hab Z-Rang geschafft. Und ein Level Up. Ach, die Boote. Ach ja, wir können uns ja boosten. Was sollen wir denn verbessern? Okay. Er hat den Standort gewechselt. Aber erstmal anpassen, da war's doch. Attribute boosten. So, was boosten wir diesmal? Die Grundangriff auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir jagen mal unsere Power hoch. Und diese Orankombo, die will ich ehrlich gesagt drin haben. Ja, ich komme um mein Training. Oh, die Destructo, die tue ich mir auf jeden Fall rein. Die kenne ich. Wenn ich das richtig gesehen habe, wir haben Schuh ist jetzt auch dabei. Mit der Destructo, das kann man so super zersäbeln. Und die kann auch noch nicht abgewehrt werden, egal ob der jetzt blockt oder nicht, die verursacht diesen Schaden. Ich
wollte ihm Uran-Kombo geben. Frisst es, Ruptodesk! Kara, vielleicht den Typen auch angucken. Diese Energieladung, die hätte ich eigentlich auch ziemlich gern. Wieso habe ich die nur hier? Okay, nach hinten schlagen hilft offenbar. Ist Destructodisk. Du musst daran sterben. Die Energieladung ist ziemlich langsam. Währenddessen kann man noch prima verprügelt werden. Ja, und die Orangen-Kombo kam ein bisschen zu spät. Bam! Ich hau dir aufs Maul. Ein bisschen zu spät. Nach unten mit dir. Ich habe ihm, glaube ich, gerade die Ausdauer rausgehauen. Das will ich nochmal prüfen. Aber vor Ausdauer, ich könnte ein bisschen davon gebrauchen. Auch ankommen und Destructodisk. Jetzt für ein bisschen Ausdauer danken. Komm mal her zu mir. Grüß Disk. Das war die falsche Technik. Ich bin fast am Arsch. So ist einfach Disken. Die sind sehr lecker. Oh nein. Wo ist die Disk? Komm, eine muss treffen. Danke. War das schwer, ey. Ja, ich werde ein Star. Sag mir Bescheid, wenn Son Goku beeindruckt ist. Wenn die Destructor ist, die schmeiße ich mir auf jeden Fall rein. Die ist nützlich. Weil wenn der die ganze Zeit blocken ist, hole ich ihm einfach diese Disk in die Fresse und dann ist der Block aufgehoben. Mich interessiert ehrlich gesagt nicht, was die wirklich so quatschen. Also mich interessiert noch, was eine Superseele ist und was ein Kuckuck-Knall ist, hier was die Ausrüstung angeht. Oh, ich kann notfalls die Farbe umändern. Na, das merken wir uns. So, Fähigkeiten wollte ich aber eigentlich. Ich bin doch zufällig drauf gekommen. So. Ich habe gemerkt, die Orankombo übrigens doch nicht so ganz. Ich könnte einen weiteren ultimativen Angriff gebrauchen, das ist eine Wachtfähigkeit und Ausweich habe ich keinen blassen Grund, was ich damit anfangen soll. Das kriege ich denn heute? Gar nichts. Was ist denn ein Fortschrittstest? Ich kümmere mich. Aha, das ist ein Tester. Keine Ahnung.
Okay. Soll da ansprechen, wenn ich einen Fortschrittstest machen kann. Keine Ahnung, was der von mir will. Ich fahre einfach Vollspeed in die Richtung. Da war nämlich auch irgendwo in der Richtung ein Ausbilder. 2 da oben. Beim Fightness. Ich finde diese Sushi-Rolle geil. Die von Tau Babai. Oh, hallo Piccolo. Ich glaube, ich will doch einen anderen Lehrmeister. Okay, bei ihm ist entweder ich bin tot oder ich bin lebendig nach deinem Training. Böse Sprengung. Was ist denn das? Geile Musik. Führe eine starke, weitreichende Explosion aus. Aber ich kann die verstärken. Mal ausprobieren. Aber erstmal geh weg von mir. Da brauche ich auch mal ein bisschen mehr Energie. Aua. Bam. In die Fresse. Okay, diese böse Sprengung. Na, muss ich überlegen, ob ich die rein tue. Ich habe gemerkt, ich kann mir nicht jede Fähigkeit reinpfeifen, die ich möchte. Er will mich im Turm prügeln. Geil. Du bist jetzt ab sofort mein Meister, bitte. Okay. Oh, Sensor-Essenz-Kapsel. Was kann ich denn damit machen? Das ist bestimmt ein Kampfobjekt. Ich setz das mal dahin. Vielleicht finde ich heraus, was ich damit anfange. Aber jetzt erstmal trainiere mich später. Wenn ich das richtig gesehen habe. Außer der bösen Sprengung will er mir gerade momentan überhaupt nichts beibringen. Ja, ich hatte recht. Sollte noch kontern. Dann gucke ich eben bei den anderen Ausbildern. Aha, und wenn ich offenbar einen Meister habe und bei dem trainiere, lande ich direkt vor der Schule. Dabei will ich doch gar nicht die Schulbank drücken. Warte mal. Was ist das hier eigentlich? ZP-Medaillen. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Okay. Dann kann ich auch mal erstklassige Ware holen, wovon ich... Ich habe für nichts davon genügend. Drachenfaust will ich haben. Okay. Ich gehe mal da oben, wo ich gerade eben war. Da war ja noch ein weiterer Meister. Ihr blockt mich. Au. Au. Au, wir haben Schuh. Hey, wir müssen Zeit so, das ist richtig cool. Okay. Aber deine Techniken sind ehrlich gesagt
unnütz. Ich kenne die Techniken, außer der Wolfstern Neofaust. Das wäre eine geile Nahkampf. Aber ansonsten kann ich da ehrlich gesagt nichts von ihrem Schuh gebrauchen. Gespielter Tod. Okay. Ich spiel tot. Ja, toll. Ja, das haut die Ausdauer raus, in der Angriff. Gut, dass ich den gefunden habe. Okay. Was soll das denn heißen? Was soll das denn heißen? Sowas hat er nicht erwartet. Okay. Die Wolfsheim-Faust, von der rede ich die ganze Zeit. Die kann ich gebrauchen. Die kenne ich. Die hat mir in den vorherigen Dragon Ball Spielen schon gut geholfen. Naja, am Anfang. Danach gab es die Drachenfaust. Wolfsheim Neofaust sogar. Das ist ein sehr schnelles Schlagkombo, die kenne ich. Da. Einjo! Runter mit dir. Kann ich eigentlich sowas ähnliches auch mit einer Y machen? Den nach vorne? Bringt das auch was? Ich will das mal ausprobieren. Ja, da mache ich auch irgendwas. Ich habe jetzt aber nicht gerade gesehen, was. Warte, ich versuch's nochmal. Ah, dasselbe, nur dass er an Ort und Stelle bleibt. Ich geb dir den Wolfsanfaust. Okay, ich habe auch mal wieder ein Level-Up gehabt. Das ist wunderschön. Ich freue mich immer über ein Level-Up. Wenn ich das richtig sehe, eine neue Technik geben wird es mir nicht. Also ziehe ich weiter in die Ferne. Wo ist der nächste? Da hinten irgendwo. Da komme ich ja definitiv nicht mit dem Fahrzeug rüber. Ah, Tenshin Han. Krieg ich von dir die Geo-Kiki-Kanone? Oder wie es eigentlich heißt, dreifacher Neostrahl? Oh, dort am Park. Ich finde zwar Todesstrahl besser, aber dort am Park geht auch. Catching Hans Prüfung. Ich muss ja offenbar nur bis zur Hälfte kaputt machen. Okay, schnell, aber nicht besonders stark. Dort ein paar. Du bist ein paar, ey.
Ich wollte just for fun ausprobieren, ob ich das kombinieren kann. Runter auf die Erde mit dir. Ich werde immer besser. Ach, das ist lustig. Komm, die nächste Technik. Ich will sie lernen. Okay. Und welche ist es? Okay, welche Technik kriege ich? Offene Ballfaust. Ballfaust? Die Technik kommt mir nicht bekannt vor. Es lädt und lädt. Okay. Bewirkt eine Dreifachkombo, bei der dein Gegner wie ein Volleyball behandelt wird. Annehmen, vorbereiten und schlagen. Okay. Du bist ein Volleyball. Verbiese dich. Ich muss ihn ja mit der Ballfaust vernichten. Mann, das war einfach. Level up. Ja, und wann lernen die mich ultimative Techniken wie Kamehameha? Okay, wenn ich das richtig sehe, Tension haben will mir auch schon nichts mehr beibringen. Erstmal die Attribute. Ja. So muss das sein. Okay. Naja, ich würde dann sagen, das war's dann für heute. Ich wollte heute nur die Ausbilder alle machen. Hab ich offenbar. Obwohl, da scheint noch ein Event zu sein. Aber wenn, ist es nur hier Story-Event. Das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich werde dann auch von da hinten, wo der Kaioshin war, starten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like oder ein Kommi da. Und wenn ich meinen Kanal generell gefühlt, könnt ihr auch ein Abo da lassen. Und ansonsten war es das jetzt.